Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Fantasy General 2. Ja, in gewisser Weise ist dieses Spiel ein bisschen wie Selbstgeißelung, denn wenn ich mir die Texte bei Nebelberge, Nebelküste und Grimwald anschaue, da habe ich ja echt Bock, gleich alle drei nicht zu nehmen. Nebelküste, sammelt in den Siedlungen der Echsenwesen weiteres Mana, aber seht euch vor dem Nebel vor. Klingt schon mal sehr vielversprechend. Dann gibt es hier noch den Grimwald. Die Luft hier ist voller Sporen von seltsamen Pflanzen. Wohlgemerkt, Sporen sind eigentlich nur von Pilzen, ne? Pilzsporen. Pflanzen machen keine Sporen, Pflanzen machen Samen. Das ist mal ganz, ganz kurz mal botanisch gesprochen. Und Pilze sind keine Pflanzen. Pilze sind eine eigene Gruppe von Lebewesen, die mit den Tieren näher verwandt sind. Naja, lassen wir das Thema. Der Mörr packt mal wieder den Biologen aus. Und dann gibt's hier noch die Nebelberge. Eine unerforschte Region eingehüllt in dichtem Nebel. Nebel, Nebel. Ganz toll. Darüber hinaus haben wir hier komische Sporen. Ach, wisst ihr was? Komm, ich bin der Botaniker hier. Ich habe ja auch Botanik im Nebenfach gemacht. Wir nehmen Grimwald. Der Grimwald entsandt nach der... Was? Der Grimwald entsandt nach der großen Katastrophe. Er entsandt. Ach, entstand. Oh Gott, ich bin unfähig zu lesen an dieser Stelle. Gut, er entstand nach der großen Katastrophe. Seine fremdartigen Pflanzen sind ständig in giftigen Schwaden gehüllt. Sonst ist nichts über die Region bekannt. Ich hoffe einfach bloß, dass hier auch weniger Sumpf ist. Wissen wir irgendetwas über diese Region? Sie sieht doch noch fremdartiger aus als das restliche Land. Ich bin noch nie in diesen Wald gegangen. Mir gefallen diese Pflanzen nicht. Ganz zu schweigen davon, dass dort Drachen und Schlimmeres leben. Laut unseren Spähern soll die Luft dort an sich schon giftig sein. Und wie kamen die denn wieder zurück? Dann müssen wir uns beeilen und erledigen, was wir uns vorgenommen haben, bevor diese Schwaden uns etwas anhaben können. Ja, bin ich voll dafür. Let's go. Ich hatte langsam aber sicher so eine These, was die lieben Entwickler an der Stelle machen, wenn sie so ein Let's Play angucken, so wie die Spieler sich so machen, ne? Die sitzen wahrscheinlich da mit einem ordentlichen Schluck und grinsen sich über beide Ohren ein ab. So, yeah! Sie leiden so, wie wir es vorher gesagt haben. Bei diesen üblen Luft brummt mir der Schädel und meine Augen tränen. Wir sollten umkehren. Ganz im Ernst, genau dasselbe habe ich gerade eben gedacht, als ich das Zimmer meines Sohnes aufgeräumt habe. Wir haben Monster und ganze Armeen bezwungen, um hierher zu kommen. Da wird mich dieser lächerliche Gestank nicht zum Umkehren zwingen. Weiter! Nochmal derselbe Text. Ah ne, warte mal, jetzt haben wir hier... Ah, Teamstatus-Effekt erhalten. Giftige Dämpfe. Plus 20% Wahrscheinlichkeit, tödlichen Schaden zu erleiden. Oh geil, aber immerhin haben wir schon mal jetzt hier mal das Team hier vorne dran. Whoop-deedle-dee-doo. Ihn packe ich mal dahin, ihn packe ich mal dahin. Leider haben wir Dougal halt nicht mehr. Und ich finde es irgendwie schade, dass Dougal jetzt einfach so kommentarlos weg ist. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Er ist halt einfach weg. I don't get it. Fuchikado ist nicht mehr. Arrivederci, aus die Maus. So, warte mal, jetzt nehmen wir mal den Kollegen dahin, da... Jetzt kommen wir jetzt endlich mal hier ein paar Fernkämpfer an den Start. So. Und so. Hier kommen unsere kleinen Hirschreiterlis. Die Trolle packe ich da hinten hin. Ja, krass, also mehr hätte ich auch gar nicht haben dürfen. Hab ich so das Gefühl. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich noch eine Einheit mehr gehabt hätte? Keine Ahnung. Wäre dann die Aufschwungsquote größer gewesen? So, auf jeden Fall, hier ist nur, warte mal, ich will jetzt auf jeden Fall als allererstes mal vorgalöppeln. Hoffentlich ist da nichts. Da ist momentan nichts, okay. Dann können wir schon mal scannen, was da ist. Also hier haben wir schon mal irgendwelche Fleischwandler auf irgendwelchen Ruinen. Das ist gut, die Jungs hier sind, glaube ich, ne, die haben auch giftige in der Straße. Können die sich nicht irgendwie entbehrlich... Amphibisch, genau. Können sie schneller durch Wasser... warte mal. Die Einheit ignoriert Malusse, bewegt sich schneller, kann sich verstecken und verursacht mehr Schaden in Wasser. Tiefes Wasser, Fluss, Sumpfwasser. Ist an Land jedoch langsamer. Okay, plus 20% Schaden im Wasser. Das heißt, ich möchte diese Jungs hier absolut mal ins Wasser stellen.
Jetzt sind die tatsächliche. Das ist aber cool. Jetzt sind die tatsächliche unsichtbar im Wasser. Okidoki. Dann, also wie gesagt, wir rücken jetzt hier schon mal mit einem Teil der Truppe in diese Richtung. Das ist schon mal der Plan. Mit den Jungs dahin. Ich habe gerade eben festgestellt, dass die Moral wirklich permanent um einen Punkt nach unten gegangen ist. Die waren nämlich gerade eben noch bei 6, jetzt ist es nur noch bei 5. Kann es daran liegen, dass er in der Nähe war? Nein, daran lag es nicht. Irgendetwas anderes muss plus 1 auf die Moral geben, aber ich weiß nicht, was es ist. Also auf jeden Fall, wir bewegen uns jetzt hier mit unserer Truppe jetzt erstmal hier hardcore Richtung Westen. Damit es da mal was Neues gibt. So, ein Teil von uns sollte natürlich auch hier gucken, hier hat es einen Turm. Dieser Turm weckt mein Interesse. Okay, das muss ich dann hier nicht machen. Hier rücken wir ebenfalls nach. Er darf mal da drüben gucken, findet hier bloß nichts. Und damit ist unser Turn vorbei. So, Moment, ich muss hier gerade eben nochmal meinen Kaffee umstellen. Und ein Schlückchen nehmen. Ja, aufnehmen ohne Kaffee geht bei mir nicht. So, wir könnten jetzt die schon angreifen. Ich bin am Überlegen, wie ich das mache. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr leicht durch solche magischen Sachen anzugreifen. Ich schicke auf jeden Fall jetzt erstmal die da dahin. Und die da dahin, dann können wir schon mal hier werfen. Obwohl die keine gute Verteidigung gegen Magie haben. Ne, ihr seht, Moral 0. Haben sie das gerade eben eigentlich ganz gut weggesteckt, zu meinem Entsetzen. Ich hasse dieses Gewässer, ey, ohne Witz. Ich hasse es. Mit allem, was mich ausmacht. Da ist nochmal ein Lager. Galöpple mal mit denen jetzt hier rüber, um diesen Turm da einzunehmen. Ah ne, er schafft es gerade eben, das ist gut. Jetzt sehen wir immerhin mal was. Hier ist nochmal ein Lager. Mit denen durchquere ich jetzt hier das Gewässer. Ja, alle kommen da nicht durch. So, habe ich noch irgendetwas, was ich bewegen kann? Elsa kann ich bewegen, genau. Sie kann da nicht hinschießen. Trolle kommen auch noch nirgendwo ran. Gehe ich mit denen da dahin und schütze schon mal die da. Führung der Ahnen. Das heißt, sie halten es ein bisschen mehr aus. Ach, das Geile ist ja, die sind ja unsichtbar, ne? Eigentlich soll ich das echt auf die da machen. Aber ich würde mir wünschen, dass sie einen zweiten Slot haben können, aber ich glaube, das können sie nicht. Oh geil, wir sind erkrankt. Erkranken sorgen dafür, dass wir halt nochmal eine 10% höhere Sterbewahrscheinlichkeit haben. Schubididubididu. Bäm, eine mitgegeben. Elsa rückt vor, gibt den eine mit. Schaden gegen Untote. Seid ihr untot? Ihr seid untot. Warum bekommt ihr so wenig Damage? Das finde ich seltsam. An der Befestigung alleine kann es ja kaum liegen. Die ist nicht so eindrucksvoll. Sturmangriff gebrochen. Geil. Na super. Jetzt muss ich nochmal eine Runde warten. Ich dachte echt, dass sie das jetzt hier überrennen. Aber ich habe nicht richtig hingeguckt, so wie es aussieht. Hier sind wieder irgendwelche Viecherlis. Du gehst da rein. Ich meine, wir können das Ganze jetzt, warte mal, was habt ihr? Ihr habt nur Wurfspeere, ne? Das ist egal, ihr seid eh entbehrlich. Geht über die Flanke, gebt ihnen einen mit. Schön hier mal die Schadenszahlen ausgeteilt. Ihr werft drauf. Boom. Und er schaltet sie aus. Ach, das ist ein Hinterhalt. Haben wir trotzdem jetzt hier ausgeschaltet. Die würden jetzt hier in Retour eine bekommen, aber das macht nichts. Der Schaden, den sie bekommen, ist deutlich höher als den wir
erleiden. So, und hier die Bersis, die kann ich nur hier hinschicken. Mach ich mit euch hier runter bewegen. Und das war's schon wieder. Wie sie einfach so entkommen. Oh, da ist nochmal ein Mediziner. Ich hasse es, versteinert zu werden. Ich schicke ihn trotzdem jetzt mal hinterher. Oh, da ist noch was, was uns jetzt hier gerade eben einen Hinterhalt bescheret hat. Dann gehen die Ladies jetzt hier mal ran. Die bieten ihm jetzt hier, glaube ich, nochmal einen Bonus. Dahin. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen jetzt hier gerade eben machen soll, außer vielleicht hier nochmal aufklären. Wir haben nochmal was entdeckt. Bis jetzt haben wir noch keine großartigen Echsen-Sümpfe finden können, ne? Echsenlager meine ich. Das ist gut, dass die jetzt hier angreifen. Nach wie vor enttäuscht der Dude mich hier immer noch so ein bisschen. Wahrscheinlich muss man ihn wirklich permanent kämpfen lassen, dass der gut wird. So, ihr geht jetzt erstmal da drauf. Haben ein bisschen Gold bekommen. Wir rücken derweil jetzt hier runter. Okay, hier ist nix. Unser Weg führt uns also weiterhin jetzt hier durch diesen schlamasseligen Sumpf. Ohne dass wir wissen, wo genau eigentlich unser Weg uns jetzt hinführt. Außerhalb die Information Exendorf und so. Du gehst hier hin. Da komme ich nach wie vor wiederum nicht hin. Da ist jetzt wiederum der Medizinmann, an den ich nicht rankommen kann. Und hier haben wir diese tollen Trolle. Das war's schon wieder. Ja, die wollen sich jetzt hier regenerieren. So, by the way, ich habe mir überlegt quasi, ob ich jetzt diese Trolle hier nicht tatsächlich aufwerte, denn wir haben das Geld und wir haben die Materialien. Komm, wir machen das mal. Ich will Sturmtrolle haben. Zack. Jetzt haben wir ganz tolle Sturmtrolle. Die können jetzt auch ein bisschen mehr. Die haben jetzt auch Rüstung 10, natürlich durch das, was wir ihnen gegeben haben. Wobei ich im Überlegen bin, ob wir das nicht vielleicht sogar verändern wollen. Denn weniger Bewegung zu haben, ist nicht so super. Man könnte dafür sorgen, dass diese Trolle gar nicht mehr sterben, sondern dass sie immer regenerieren. Durch diesen Heldenhelm hier vielleicht. Ich meine, die haben ohnehin schon 6 Rüstungen, das reduziert schon mal eine Menge. Und sie haben diese Regeneration, was ihnen auch fette Boni bringt. Ansonsten sehe ich hier gerade eben nichts, was jetzt hier dringend bei denen landen müsste. Okidoki. Dann könnten wir dafür sorgen, dass dieser Medizinmann fertig ist. Er wird eh wegrennen, wetten. I knew it. Ich hab's ja auch gewusst. So, das hier ist das Ende von denen. Bäm. So. Ihr. Ja, das bringt's jetzt irgendwie nicht so wirklich. Die sind immer noch versteinert. Ach so. Okay, das habe ich jetzt gerade immer wieder nicht bedacht, dass die jetzt schon wieder versteinert sind. Ich kann ja wieder mal auf nichts werfen, also auf den hier. Macht keinen Schaden, ich mache es trotzdem, damit wir halt irgendwas getan haben. So, und jetzt haben wir hier nochmal ein paar Schleuderer. Nochmal ein paar große Trolle. Da hat es nochmal ein Lager, das ich liebend gerne betreten möchte. Und jetzt haben wir diese großen Sturmtrolle hier. Die haben auch diesen Durchbrechen-Angriff, der wahrscheinlich genauso nützlich ist wie bei unserem Freund und Kupferstecher. Oh, ein Schein. Ulna. Da funktioniert der leider auch eher so mittel. Und so. Hier haben wir nochmal ein paar Fernkämpfer. Ich gehe jetzt hier in die. Nee, warte mal. Cool, die gehen hier tatsächlich sogar wirklich in Deckung. Beziehungsweise in den Hinterhalt. Hui.
Und wen versteinern wir denn heute? Ach ja, es ist schön. Aber dieses Mal kriege ich ihn. Yo, dieses Mal habe ich ihn gekriegt. Das ist gut. Ihr geht jetzt dahin und schleudert da drauf. Cool, ich habe jetzt hier nochmal ein paar Trolltöter bekommen. Sind das Söldner? Nein, die haben sich mir wirklich angeschlossen. Wie geil ist das denn? Das ist natürlich jetzt äußerst erfreulich. Dann gehen wir jetzt dahin und schleudern die down. Die Sturmtrolle attackieren ihn hier. Haben ihn ebenfalls erledigt. Und wir sind jetzt hier. Ja, ich nehme jetzt diesen Schrein hier ein. Der gibt mir mehr Magieschaden und mehr Magieschadensreduktion. Außerdem sind wir schneller. Und da ist das erste komische Echsen-Fischidorf. Und jetzt nehme ich ja dann doch mal hier das da. Taktisches Wechseln von Items. Ich lasse jetzt einfach mal hier durchrennen. Mal gucken, ob ich da was finde. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Überfall jetzt am Start. Nein, da ist kein Überfall am Start. Boah, die sind aber echt schnell. Wir haben gerade eben gelernt, die sind unfassbar schnell in diesem Sumpf. Die kleinen Echsen. Und du schießt es mal dir zu Klump. Bin mir hier momentan immer noch nicht so ganz sicher. Immer noch versteinert. Das ist immer noch ein bisschen ätzend. Ja, du kannst die jetzt hier mal schon mal prügeln. Haben wir nochmal eins ausgeschaltet. Was sind das hier? Das sind jetzt hier auch wieder Fleischwandler. Ja, ihr könnt ja leider nur werfen. Und das sind unsere neuen, ja, Trolltöter. Cool. Freut mich, dass wir die einfach so bekommen haben. Ja, die sind immer noch... Ach so, die kann ich nur überspringen. Alles klar. Die machen einfach gar keinen Schaden. Oh ne, das ist das Ende von denen hier. Ja, wir haben gerade eben unsere Echsen-Fuzzis verloren. Die waren jetzt nicht so beeindruckend, wie ich gedacht habe. Und werfen. Komm schon, es muss doch möglich sein, hier genügend Schaden zu machen, dass der weg ist. Jawohl. Nochmal 98 Gold kassiert. Wenn man das hier halt hinbekommen will, ne, muss man halt echt hart pushen. Hier hat es eine Siedlung. Hier hat es nur was Schroffes. Hier hat es auch nochmal. Hier sind zwei Siedlungen nebeneinander. Das ist schon mal ein guter Anfang. Hier geht da lang. Die Speere gehen da lang. Sturmtrolle hierhin. Dahin. Stück für Stück. Gehen wir in die richtige Richtung. Warte mal, das ist wieder mal so ein schroffes Gelände. Ich besetze mal dieses schroffe Gelände. Da sind jetzt wieder einige von diesen kleinen Mistviechern. Die machen mir jetzt hier den Weg dicht. Dann machen wir sie erstmal hier ein bisschen kleiner, was ihre Mannstärke angeht. Die haben sich leider zurückgezogen. Oh, das war jetzt natürlich ungünstig. Okay. Schade. Wir wurden wieder versteinert. Sind sehr ständig dabei, irgendwas mit uns zu versteinern. Oh, jetzt haben sie mir diesen Schrein wieder weggenommen. Ich könnte kotzen. Yikes. Jetzt habe ich die Jungs hier und diese Jungs da. Da habe ich angegriffen. Ja, du kannst die hier noch gut treffen.
schaltest die jetzt aus. Triffst die da drüben leider nicht. Okay, die habe ich schon attackiert. Problem ist halt jetzt echt, der steht jetzt echt dämlich im Weg für uns rum. Ich gehe jetzt dahin und greife ihn von da aus an. Und ich greife ja, den da noch an. Jetzt ist der bedrängt, macht auch weniger Schaden. Leider lebt er halt noch. Schon wieder versteinert, ich fass es nicht. Ich guck nur, da ist auf jeden Fall hier dieser Ort. Bin mal lieber ein bisschen vorsichtiger, man weiß nicht, was hier kommt. Vorrücken und... Oh, da haben wir was entdeckt. Haben wir noch was entdeckt. Wie praktisch. Okay, die haben sich jetzt hier zurückgezogen. Der hat sich auch zurückgezogen. Boah, die schaffen das am laufenden Band. Und schon wieder haben wir nichts mehr zu bewegen. Ich hoffe, dass sich diese Trolle noch ein bisschen halten können. Aha, ein Abbild erschaffen. Du heilst dich jetzt erstmal hier. Du schleuderst auf den da, machst den Trupp jetzt hier einfach mal platt. Das gibt mir Möglichkeiten, diesen Trupp hier einfach zu erschießen. Dann können wir hier vorrücken. War das sein Ende? Krass. Und ich greife den hier nochmal an. Der hat sich leider zurückgezogen. Kann ich diese Runde nicht mehr ihn irgendwie plündern. Mal, wie viele Medizinmänner verstecken sich hier eigentlich? Das ist ja unfassbar. Und wie viele insgesamt sind hier eigentlich? Attacke. Und nochmal Medizinmann. Also es sind mindestens 3, 4, 5 Medizinmänner hier, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben. So, du gehst jetzt hier auf dieses Städtchen drauf und plünderst es. Jetzt haben wir hier deine Fernkämpfer noch zur Hilfe. Du kannst hier die noch ausschalten. Hast dafür jetzt aber nochmal welche gefunden. Okay, ich habe das Gefühl, echt auf jedem einzelnen dieser Wasserfelder befindet sich irgendwie so ein komisches Echsenvieh. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass die jetzt hier nicht sterben. Ach so, nee, das sind die Abbilder. Das sind die Abbilder, auf die ich gerade reinfalle. Alles klar, alles klar. Gut. Die sind natürlich schon wieder versteinert. Man gönnt sich ja sonst nichts. Du gehst dahin. Attackierst und du attackierst. Und damit ist dieser Trupp ja ebenfalls erledigt. Und ich hoffe, die regenerieren sich jetzt hier einfach nochmal. Also der Kollege hier. Denn ja, plus 20 Regeneration pro Turn. Du gehst jetzt da drauf und plünderst. Denn was anderes werden wir gerade eben nicht mehr hinbekommen. Wir sind jetzt hier wieder schnell dadurch jetzt hier geworden. Wovon man nicht viel merkt. Okay, die sind jetzt immerhin weg. Oh, das war sogar der richtige. Das ist aber äußerst erfreulich. Und da gab es ein Level-Up. Bei wem denn? Bei ihm? Nein, es war eine andere Einheit. Okay. Aber auf jeden Fall, wir haben hier nochmal was gekillt. Jetzt rücke ich mit ihm dahin. Guck mal, ob das irgendwelche Abbilder sind. Es war wohl ein Abbild.
Dann sind die nächsten Einheiten. Er kann jetzt hier nochmal was angreifen. War wahrscheinlich auch ein Abbild. Es ist weg. Kannst du dahin gehen? Das noch plündern. Wir haben 200 Gold aus diesem Ding hier rausgeholt. Alles hier geplünderte Siedlungen hier. Also hier war mal eine größere Stadt. Betonung auf war mal. Das war wohl auch eine Einheit, die sich nur als Abbild dargestellt hat. Okay, Zug beenden. Aber es ist mitnichten vorbei. So, wir bekamen den Gürtel der Abwehr und nochmal 4 Waffen. Was ist der Gürtel der Abwehr? Da ist er. Plus 10% Schadensreduktion. Boah, das ist gut. Das ist so wie 1,5 Rüstung oder so. Aber einfach mal pauschal Schadensreduktion. Wobei, wenn ich jetzt sowas schon lese, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie... Also das verhindert halt das... Ja, genau, ich weiß, was das ist. Es gibt ja Sachen, die Rüstung durchdringen. Ne? Die einfach Rüstung ignorieren. Und ich glaube, Schadensreduktion resultiert zwar aus Rüstung, aber dann, das ist ja keine Rüstung. Versteht ihr, was ich meine? Andersrum ist Schadensreduktion, habe ich aber auch schon jetzt Fähigkeiten gesehen, insbesondere jetzt bei ihm hier, Fähigkeiten, die direkt Schadensreduktion reduzieren. Bei irgendwelchen Zauber habe ich das auch, glaube ich, gesehen. Hier, genau, beschädigt vorübergehend die Rüstung. Rüstung, ja genau, hier, minus 66% Rüstungsmodifikator. Was ist denn jetzt hier genau die Schadensreduktion? Körperschadensreduktion? Okay, ich weiß gerade eben, doch, nee, dann weiß ich nicht, was es bedeutet, weil Schadensreduktion ist wahrscheinlich allgemeine Schadensreduktion von allen Arten von Schaden. Genau, das wird sein. Es wird allen Schaden reduzieren. So würde das Sinn ergeben. Du heilst dich hier gerade eben mal, du ebenfalls. Du heilst dich. Wir müssen jetzt hier nicht unbedingt noch Leute verlieren. Noch eine Unit weggebombt. Der Medizinmann, der bekommt nochmal eine ab. Von mehreren Seiten. Und Schwesterchen beendet ihn. Hui. Haben uns hier aber gut durchgejuggernautet, wie ich finde. Jetzt zumindest. Weiter nach Süden. Scannen. Da hat es nochmal Ruinen. Könnte nochmal irgendwie was mit Drachen sein, so wie das für mich aussieht. Zutrauen würde ich diesem Spiel. So, du heilst dich auch nochmal hier. Geh mal gucken, was da in diesem komischen... Da ist nichts. Zumindest tut es so, als ob da nichts wäre. So kann man sich irren. Oh. Jetzt haben sie sich immerhin zurückgezogen. Vom Regen in die Traufe, Jungs. Oh Gott. Run. Muss ja nicht unbedingt verlieren, ne? Wenn es nicht unbedingt sein muss. So, schnell mal heilen. Schnell mal heilen. Denn das Ganze wird hier nochmal ein bisschen fieser jetzt. So, ich schleudere es da drauf. Zack, zack. Mal ein paar von diesen kleinen Mistviechern erledigt. Die haben sich jetzt hier geheilt. Deswegen rücken die jetzt hier vor. Da sind mal Ruinen, die wir uns näher anschauen wollen. All diese Ruinen. Das war früher bestimmt eine großartige Stadt. Ich gehe jede Wette darauf, dass dort viele Schätze nur darauf warten, von uns gefunden zu werden. Ja, wir suchen natürlich danach. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches finden könnt. Aber beeilt euch. Fantastisch. Ich bin brennend interessiert an... historischen Fundstücken. Vielleicht findet ihr ja etwas, das einst einem Magier gehörte. Ich melde mich freiwillig für die Untersuchung eines solchen Gegenstandes, wenn es niemand etwas ausmacht. Ich beanspruche den Erstzugriff auf alles, was wir finden mögen. Ihr bewegt euch vorsichtig durch die Ruinen und auf denen eine unheimliche Stille lastet. Dicke Nebelschwaden bedecken die einst sichere, prächtig gepflasterten Straßen. Da bleibt euer Blick an einer großen Halle haften, deren Fenster aus mehrfarbigem Glas bestehen.
Als ihr durch den großen Torbogen tretet, könnt ihr die Überbleibsel von hellen Gemälden an den Wänden sowie die goldenen Statuetten einer weinenden Frau erkennen, auf welche von der teilweise eingefallenen Decke ein einzelner Lichtstrahl herabstrahlt. Ihr begebt euch zur Statuette und wollt sie nehmen, als ein schriller Schrei aus dem Schatten der hohen Bögen über euch ertönt. Ich habe auf jeden Fall was bekommen. Die Handola-Statuette und nochmal den Gürtel der Bärenstärke. Was wir natürlich als allererstes sofort mal prüfen, was es ist. Die Handola macht plus 30 Gesundheitsregeneration. Oh, das ist geil. Dieser Gürtel der Bärenstärke. Der Träger wird zu einem Schlechter, der dazu ausgebildet wurde, Helden und große Monster zu... Oh! Das ist erfreulich, liebe Leute. Naja, gut, dass die Harpien jetzt da sind, ist weniger erfreulich. Sind wir mal ehrlich, das ist der weniger so tolle Teil. Aber irgendwas ist ja immer, wie man so schön sagt. So. Wir müssen bloß hier nochmal jetzt näher alle zusammenrücken. Dann ist das auch alles halb so schlimm. Ailsa kann jetzt schon auf sie schießen. Verfluchte Frau von Handola. Ach Gott, das sind Menschen gewesen, die zu Harpyen gemacht wurden. Wie sympathisch. Okay, Leute, wir haben gleich das Folgenende. Ich sag jetzt auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir prügeln hier gerade noch mal ein bisschen drauf ein. Haben hier noch die Möglichkeit, hier noch mal uns ein bisschen zu bewegen. Und das war's dann auch schon. Also, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüssi und Ade.